Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Wir sind stehen geblieben bei Keine Angst vor Bösem und dann fangen wir auch gleich mal an. Ja, neue Aufnahme, neues Glück. Wir schauen, wie lange wir noch brauchen. Ich denke, wir könnten es auch in dieser Aufnahme noch schaffen, aber ich bin mal guter Dinge. So, es sieht noch alles ziemlich zerstört aus. Also es... Ah, ich kann mich erinnern, irgendwann kommt was mit der Bank. Genau, jetzt kommen die Panzer, glaube ich, zur Bank und dann passiert etwas. Genau, so war das. Glaube ich. Ich habe Angst. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. So, genau, Panzer. Und ich glaube, es geht auf zur Bank. Sieht noch alles sehr zerstört aus. Richtig geil alles aus. So, auf geht's. Scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Miller, komm hier runter. Wir müssen die Luken dicht machen. Stecken also in der Haut von Miller. Und wir befinden uns auf der Map, die es im Multiplayer auch gibt. Ich glaube, es ist Thaler Market. Heißt das so? Ich glaube es. So, du kriegst erstmal eine Kugel. Und es geht sofort weiter. Von wo? Oha. Scheiße. Das war wohl unser befreundeter Panzer. Von wo schießen die denn auf uns? Ah, wir müssen da doch, alles klar. Hier einmal schön noch den Laden durchgebrettert. Gut, kein Problem mit der Frostbite Engine, natürlich nicht. Da ist die Bank. Ist es die? Ich glaube es. Weg mit dir. Da sind die Gegner. Der ist weg. Der ist weg. Ist noch Infanterie. Oha. Wer will denn noch was? Au. Was war das? Weg mit euch.
Muss also Deckung geben. Auf geht's, Leute. Alle rein da. Fängt immer richtig geil an, jede Mission. Ja. Sofort mit MG-Action. Was ist mit uns? Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Boah, was ist mit den Gegnern los? Wieso sterben die denn nicht? Zu spät. Hallo, Mr. Miller? Richtig? Amerikaner und ihre Souvenirs. Gehört er ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei. Hey John. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. So ein Terrorvideo wurde gerade mit uns gedreht und wir waren leider die Hauptperson. So, Nachtschicht. Auf geht's. Es nimmt einen immer wieder mit. Wenn du jetzt mit einem die ganze Zeit spielst, zum Beispiel jetzt mit dem Miller, und dann wird er einfach exekutiert, das ist, naja, komisch, sagen wir mal so. Bin aber trotzdem gespannt, wen wir jetzt spielen. Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Campbell. Also spielen wir jetzt Blackburn. Heißt der Blackburn? Blackburn? Ja, ich glaube schon. Okay, wir verfolgen jetzt jemanden. Mit 1-3 hier, mit 1-4 sind unterwegs. Wie ist euer Status?
1-3 ist bereit. Over. Oh yeah. Warum zum Teufel führt er den Sturmtrupp an? Irgendwas stimmt da nicht. Okay, knipst die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Lol. Welche Lichter? Die Lichter? Welche meint er denn? Ich glaube schon, dass er die meint. Lol. Guter Schuss. Ah, okay. Also, nah am Kabel. Mehr davon. Okay. Guter Schuss. 1-4, LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Verstanden. So wie es aussieht, spielen wir gerade mit der SV-98. Mit Schalldämpfer. Das sind also unsere Männer. Verstanden. Wechsel zu Thermalsicht. Achte auf die Infrarotleuchten. 1-4. Wir haben Sichtkontakt. 1-3, mach die Straße für uns frei. Verstanden. Müssen für Sichtkontakt nach rechts. Over. Geh in Position. Wir müssen die Straße für sie säubern. 1-4. Sind in Position. Over. Welche Straße denn? Was siehst du, Blackburn? Unsere Leute laufen da genüsslich entlang. Scheiße. PLR. Wo? 1-4, warten. Feind voraus. Angreifen. Over. Hä? Orientiert euch an der da. Geht nach rechts über der Straße zum Kerl auf den Balkon. Schaltet ihn aus. Komm schon. Los. Wie hat der den so früh gesehen? Und jetzt läuft er wieder weg. Seil dich bis zur Straße ab, okay. Das war's schon. Das, okay. Hm. Wir sehen uns unten. Auf jeden Fall. Okay. Sicher. Gehen wir. Ein Transporter. Los, die Gasse davon.